Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer Runde Dead by Daylight. Wieder einmal. Eine Runde hatten wir schon mal gespielt. Und boah, jetzt hatte ich gerade Angst, dass es gerade abstürzt. Weil ich habe gerade vorher. Also ein paar Runden hatten wir schon mal gespielt und ich habe gerade vorher kurz angetestet, beziehungsweise wollte auch schon aufnehmen, nur ist dann mitten in der Aufnahme und da war ich auch schon in der Runde drinnen, hatte auch schon ein paar Opfer, die ich töten konnte. Ist dann einfach abgestürzt und das war's dann. Das war dann, ja, war nicht so geil. Das war einfach dann, ja, einfach Dead by Daylight abgestürzt. Naja, sehr spannend. Auf jeden Fall, wir hatten ja schon einmal eine erfolgreiche Killerrunde. Eine zumindest. Ich weiß nicht, ob die zweite auch erfolgreich war. Ich weiß leider nicht mehr, ob wir zwei oder eine Folge, also zwei Runden in einer Folge geschafft haben. Auf jeden Fall. Okay, auf jeden Fall spielen wir mit der Krankenschwester. Das ist im Prinzip das neue Monster, das vor Ewigkeit rauskam, wie ich gerade angefangen habe, Dead by Daylight zu spielen. Ich habe in der Zwischenzeit eigentlich nie Dead by Daylight gespielt. Das heißt, ich bin mit den Skills eigentlich relativ low und ich weiß auch eigentlich gar nicht mehr, wie es funktioniert. Ich weiß nur, dass man teleportieren kann mit der Krankenschwester und dass die sehr overpowered ist. Mehr weiß ich leider nicht. Schauen wir mal, wie es wird. Wir hatten nämlich vorher auch gerade die gestörten Abteilungen, also auch die neue Map, die zur Krankenschwester dazu kam. Aber naja. Jetzt war gerade ein Perk drinnen mit Macmillan anwesend. Okay, wir sind auf dem Schrottplatz, das ist okay. Wir hätten auch fast schon einen gefunden, ich weiß nur nicht. So, jetzt versuchen wir es mal. So, mit L2 kann ich teleportieren. Gut, da wird keiner sein, das kann ich gleich mal abschminken. Ich werde mal da hinlatschen. So, wo sind denn meine Freunde? Die Map sieht auch. Die Map habe ich noch nie gesehen. Alter, ist die Map riesig. Hallo? Ah, Mist. Ein Versuch was wert. Hallo, Schätzchen. Was? Ich habe sie verloren. Toll. Boah, bin ich unfähig. Was? Alter. Es ging viel zu schnell. Keine Ahnung von der Krankenschwester hat, tut man sich etwas schwerer. Schau mal rein. Schade. Das ist traurig. Ich habe auch keine. Ah, verflucht. Oh. Hallöle, Jungs. Hallo. Wenigstens einen. Idiot. Was? Komm her. Ich schau mal, kann ich ihn irgendwo aufhängen? Hier wäre ein Haken in der Nähe gewesen, aber. Oh, der kommt mir gleich. Ah, oh, das geht sich aus. Na komm her. Will ihn da retten? Vermutlich nicht, ne? Die war irgendwo eine Fehlzündung. Ah, hier war nicht. Ah, verflucht! Nein! Ach komm, na. Okay.
Die röchelt so extrem. Oh. Nein! Komm her! Ah, ich hasse es. Wo ist denn der? Ich nehme den mal mit. Ist ein Haken in der Nähe? Nee, oder? Dann trage ich ihn in den Keller. Da hängt er gut und frisch. So, komm, da. An den Haken mit dir. Ist das sofort tot, oder? Hallöchen, Schätzchen. Da trage ich dich gleich runter, hängt ihr gemeinsam da. Das ist supi. Schau, da sind Spielkameraden. Ich meine, der hängt nicht mehr lange da, aber... So, der eine ist definitiv tot. Ernsthaft? Ja. Alter, wie fies. So. Da habe ich dich. Komm her. Da trage ich dich gleich mal wieder runter. Der andere müsste wahrscheinlich schon hochgekrochen sein. Oder ist unten liegen geblieben. Der liegt hier immer noch. Was? Komm her. Die Frage ist, wo das ist. Wo ist der vierte? Da, komm, nimm dich auf. Idiot. Ist nicht hier, schade. Ich komm gar nicht aus dem Keller raus, das ist ja... Zerstör das mal, schauen wir mal. Bringt Punkte. Die Frage ist, er ist noch da, er ist noch da? Ah ja. Okay. In den Runden? Na komm her. Dich hole ich mir. Nein, nein. Verflucht. Ja, aber gut, dass er in ihre Richtung läuft. Nein, schon wieder. Ah, die Fähigkeit von der... Ich höre ihn. Mist. Wo er sich wohl versteckt hat. Die Frage ist, welcher Ausgang? Der hier ist offen, ne?
Und es waren hier Laufspuren. Das heißt... Der ist doch zu, okay. Mist, wo sind die? Komm, hört auf mit mir zu spielen, das ist nicht nett. Oh, ich häng fest. Ah, Mist. Das sind doch Spuren. Hier muss doch einer gewesen sein. Ich höre niemanden. Eh schon so leise. Ah! Hallo! Idiot. Ist ein Haken in der Nähe? Ja. Da komm her. Der andere, versteckt sich der andere bei der Luke oder? Ich häng. Du bist glaube ich eh der, der schon mal gehängt ist, ne? Komm. Auch mit dir. Wo ist der andere? Na komm. Wo bist du? Okay, er ist weg. Unbarmherziger Sieg. Ist ja ganz nett für die Krankenschwester fürs erste Mal spielen. Gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlecht. Vielleicht waren auch nur die Gegner gerade nicht gut drauf. Ich weiß nicht. Schauen wir mal. Ach du Kacke, okay, der erste, der war natürlich ein bisschen... Okay, die haben alle relativ geile... Gut, der Toxic Sheeper nicht. Aber alle anderen hatten schon relativ nice Mods, muss ich... Also, Perks eigentlich. Ja, ganz nett. Dann verlassen wir das Ganze mal. Ah, ich weiß nicht, spielen wir noch eine Runde mit der Krankenschwester? Ich weiß nicht. Mir gefällt irgendwie der Hillbilly, der... Der Typ gefällt mir einfach viel besser. Ich weiß nicht, mit dem kann ich irgendwie besser umgehen. So, ein Glanz verrostet und ein schmutziger Löffel aus Metall, konfisziert vom Patienten aus Zimmer 202, dem bösen Mann. Erhöht leicht die Aufladegeschwindigkeit der Teleportation. Oh. Gut, aber das... die Addons verschwinden ja theoretisch. Mit 13.000 kann ich hier das nicht zumachen, ne? 9.000... 12.000, ja, würde noch was fehlen. Also wenn wir mal den Geist probieren, der kann sich unsichtbar machen, ne? Er weiß auch nicht, der ist jetzt auch nicht so prickelnd eigentlich als Geist. Ich würde gerne noch eine Runde spielen. Ah, der hat auch zwei verschiedene Waffen, ne? Dann nehme ich auch den. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine Runde mit dem Hillbilly. Also mit dem Hinterwälder und dann spielen wir noch eine Runde mit diesen beiden hier, ne? Also ich würde das gerne jetzt in eine Folge packen, das passt dann schon. Ich nehme auch den neuen Hammer. Stellen wir die Lobby. Die Perks, also die Punkte behalte ich mir mal. Ich weiß noch nicht, mal schauen. Wenn ich da pushe. Theoretisch würde mir ja der Hinterwälder irgendwie am besten gefallen mit seinen... Naja. Eben mit... Es ist halt nicht sinnvoll, verschiedene... Leute hier hoch zu züchten, weil man halt nur Vorteile hat, wenn man hier einspielt. Deswegen Kettensäge Addons hätte ich sogar. Erhöht leicht die Reichweite, dann haben wir verringert leicht die Aufladezeit. Und verringert leicht die Aufladezeit der Kettensäge also auch wieder. Ja. Opfergaben hätten wir bei dem, also hätten wir grundsätzlich auch, ja. Bonusblutpunkte, das wäre sogar nett. Ausstattung, okay, und Perks natürlich unerbittlich, haben wir auch schon Stufe 2. Das Blutnetz bei dem ist ja schon ein bisschen größer, das heißt, wir könnten bei dem das Blutnetz zumachen, sehe ich gerade. 5000?
6000 sind 11000. Wir könnten das Blutnetz zumachen. Schauen wir mal. Wir bräuchten 11000. Schauen wir mal, ob wir das mit dem Hillbilly selber schaffen. Ich bin mir recht nicht sicher. Coldwind Wintermarke und ein... Also das ist das Coldwind Dings und das da. Bonus Blutpunkte. Okay. Schauen wir mal. Also das mit der Nurse war jetzt gar nicht so schlecht, ne? Wir haben 3 geschafft. Schauen wir mal, ob wir es mit dem Hillbilly schaffen. Ja, es war ein bisschen Fail, muss ich zugeben. Wir hätten theoretisch, wenn wir besser aufgepasst hätten, hätten wir vielleicht alle 4 geschafft. Weil dann wären die nicht davon gelaufen. Der eine hat sich wahrscheinlich in der Luke, bei der Luke versteckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast. So, jetzt schau ich mal. Ich gehe mal zu dem am weitesten entfernten. Ja, da läuft auch schon wer. Hallo. Idiot. Irgendwas ging ja schief bei dir, ne? Oh, ich das hasse. Er ist wieder scheinbar wieder zurück, ne? Diese Fehlzündungen. Und der eine ist weg. Na toll. Gut, das hat uns zumindest Punkte gebracht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ist hier wer? Nee, hier ist niemand. Schade. Alter, er macht Geräusche, wenn er hier durch die Gegend latscht. Sie müssen ja irgendwie an was arbeiten. Hier ist auch einer rumgelaufen, ne? Das gibt's ja nicht. Hier läuft die ganze Zeit jemand. Ah. Hallo? Ich kenne dich ja. Arsch. Na komm her. Okay, jetzt habe ich ihn wieder verloren. Nein! Alter, daneben geschlagen. Na komm! Ich hasse den Typen und alle anderen machen dabei die Generatoren, weil ich den jage, weil ich so unfähig bin. Na komm. Ah, shit. Oh, da ist ein anderer. Hallöchen. Da bist du, meins. So. Schlag Nummer 1. Vielleicht erwische ich ja den. Und da bist du. Gehörst du mir. Komm her. Oh, ein Haken sogar direkt in der Nähe. Ja, diese Fehlzündungen. Da ist sicher einer in der Nähe.
Na komm. Oh Gott. Fail von beider Seiten. Sie hat ihn den Weg abgeschnitten. Ich mach das mal hin. Alter, sie hat den Weg abgeschnitten und ich habe dann natürlich daneben geschlagen noch. Aber er konnte nicht mehr rüber. Oh Gott. So, ich laufe einfach die Generatoren ab, das ist ja erlaubt. Es ist ja alles erlaubt. Campen, alles. Ist gerade einer lang gelaufen. Ich habe zumindest Laufspuren gesehen. Oh, hier ist die Luke. So schnell der Junge. Jetzt habe ich ihn verloren. Etwas blöd. Wohl versteckt hat. Ich wusste es doch. Kein Haken in der Nähe. Also der ist aber weit weg. Das ist das traurig. So. So, Kiri fehlt mir noch. Es gibt nur 3 Generatoren. Der ist so laut, der Generator hier. Das ist, glaube ich, irgendwie ein bisschen... Oh, wie fies. Shit. Beide verloren. Sie würden jetzt natürlich heilen. Ist nicht sehr gut. Er ist ja schon fast fertig hier, ne? Shit. Hallöchen, Schätzchen. Alter, wie die Kleine läuft. Und was sie für Geräusche machen. Oh Mist, jetzt muss ich hinten langlaufen. Vermutlich verliere ich sie jetzt wieder. Ja, und sie hat mich weggelockt. Na toll. Es müsste doch 2 Ausgänge geben. Hier ist einer und hier ist einer, ne? Ah ja, die haben sich gegenseitig geheilt. Falsche Seite. Ah, du Arsch. So, die Frage ist. Ich mach das. Mir ist das ziemlich egal. Wieder verloren.
jetzt aber. Okay, wo ist ein Haken? Und zu mir wäre einer gewesen. Gut, vielleicht geht sie sich bis zu dem noch aus. Ein Ausgängchen wird wahrscheinlich schon offen sein, ne? Ist er sofort tot? Nee. Ist er nicht. Okay, wo ist die andere? Ich höre sie! Ich hab sie! Oh Scheiße, ich hab sie verloren. Ah, hier. Komm her. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Aber vier Leute. Okay, sie waren nur zu dritt. Es war wieder unfair wie beim ersten Mal. Wie beim letzten Mal war es auch da wieder ein bisschen unfair, muss ich zugeben. Komm. Keine Barmen. Tut mir leid. Tut mir leid. Ciao. Und was auch immer ich dich da oben opfer. Was auch immer es sein mag. So. Niemand ist entkommen. Erbarmungsloser Sieg schon wieder mal. Der Kettensägen-Typ, obwohl ich die Kettensäge nie benutze, ist traumhaft. Okay. Sorry. Oder weil bin ich so ein schlechter Killer? Ich bin eigentlich so schlecht, aber naja. Was ist das? Tägliche Rituale. Erschlage 11 Überlebende, wenn du aus der Unsichtbarkeit heraus... Alter. Erledige 11 Überlebende mit der Kettensäge. Ja, pervers. So, verlassen wir mal. Dann würde ich sagen, war's das mal für die Runde. Ich würde noch gern hier ein bisschen pushen, weil wir haben ja genug. So, den hätten wir auch nehmen können, wenn ich das gewusst hätte. Und die Heimkiste noch. Nagelschuhe, für was? Wenn ich Überlebende drauf trete oder so? So, Blutnetz 3. Ah, leider kein Perk. Ja, gut, okay, Detektivmütze, aber ist kein tolles Perk. Nummern, Schild von Virginia. Geheimkiste. Gehen wir mal zur Geheimkiste hoch. Schau, was da drinnen ist. Der Thompson-Mix. Seltenes Addon. Sehr schön. Okay, jetzt lassen wir es. Haben wir wieder 12, so wie beim letzten Mal. Und was bringt das? Was ist das? Eine spezielles ölige Substanz zum Schmieren aller Maschinen von der Thompson selbst gerührt. Verringert deutlich den Cooldown der Kettensäge und verringert leicht die Aufladezeit der Kettensäge. Okay. Na gut. Aber trotzdem, das war's für die Runde mit Dead by Daylight und beim nächsten Mal Geist und Fallensteller. Also, tschüss, bis dann. Viel Spaß. Baba.